Außerdem, der hat mir auch so einen tollen Klapprechner versprochen, in grün. So ein Laptop, sagt man da. Mit dem wieder los wirst. Ralf, der hat mir förmlich einen Knopf an der Backe genabelt. Den will keiner. Okay, okay, ich kümmere mich darum. Aber für Knöpfe, da sind doch eigentlich unsere nächsten Darsteller zuständig. Vielleicht wendest du dich mal an die gleich. Moin, ich heiße Hannes. Ich habe eine Frau und vier Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Morgens kam mein Chef und sagte, Hannes, hast du Zeit? Ich sagte, yo. Dann sagt dem Königspaar jetzt, dass es aufstehen muss. Olaf, Flo, bitte einmal aufstehen. Da könnt ihr stehen bleiben. Obwohl, das sieht nur ein bisschen mickrig aus. Was ist mit eurem Gefolge? Will das euch nicht unterstützen? Aufstehen! Stehen immer noch nicht alle auf? Was macht ihr denn jetzt? So, die Kinder, wenn sie möchten, können gerne hier vorne auf die Tanzfläche kommen. Denn wir machen jetzt ein Mitmachlied. Ein Mitmachlied, viele kennen es vielleicht auch schon. Das heißt, der Text ist sehr einfach. Den habt ihr beim ersten Mal drauf. Wir hoffen, dass ihr fleißig mitsingt und natürlich auch mittanzt. So, damit es jetzt nicht so komisch aussieht, dass ich hier alleine stehe, werde ich jetzt meine Unterstützung holen. Oh,
Kopf. Moin, ich heiße Hannes. Ich hab ne Frau und vier Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Morgens kam mein Chef und fragte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: Jo. Dann drehe diesen Knopf mit der Zunge. Moin, ich heiße Hannes. Ich hab ne Frau und vier Kinder und ich arbeite in einer Knopffabrik. Eines Morgens sah mein Kind und sagte: Hannes, hast du Zeit? Ich sagte: No. Ja, das ist, ja, ja, das ist total easy, hier ist kein Problem. Ja. Ich gebe dir immer mit links die Hand, weil sie rechts die Krone tragen. Ja, ja, ja. Oh, ich muss Schluss machen. Ich sehe da gerade oben den Supervisor dieser Truppe. Da habe ich noch was mit zu klären. Tschüss, ja, ja.